Ja, Leute, und damit ein herzlichst willkommen zu einem weiteren Skyrim-Video. Heute habe ich mich beschlossen, harten Herzens die liebe Lydia zu opfern. Obwohl, wir könnten wen anders opfern. Wartet mal ganz kurz und wir opfern mal wen anders. Weil ich möchte die Lydia eigentlich ungerne opfern. Wir gehen erstmal nach Weißlauf, da gehört sie eigentlich hin. Da stelle ich sie ab und lass sie dann da stehen. Und ja, dann werden wir mal gucken, was bei rauskommt. Weil ich werde mir jetzt aus Falkenring, da haben wir ja auch den Status des Tarnen, hole ich mir jetzt die Olle da, die ich da mitnehmen kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, aber werden wir gleich wieder rausfinden. Dann hole ich mir die Olle, nehme die mit und lass die dann für mich. Also ich opfer die einfach. Werde Tag eigentlich alles sehen. So, ach, was mache ich denn? Ich muss ja mit ihr quatschen. So, hier trennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Gut, wunderbar. So, sie hat unsere Dienste verlassen. Jetzt gehen wir nach Falkenring kurz. Da. Heute ist also ein kleiner vollgepackter Part und dann werden wir mal gucken. Und mein Handy muss natürlich mal wieder klingeln. Und ja, mal gucken, ne? Und mal ganz kurz mein Handy auf stumm machen, aber das war gerade wichtig. Auf die Nachricht habe ich noch gewartet. So, keine Zeit verschwenden. Direkt Karakesh hier. Wo war denn jetzt das Haus von dem lieben Herrn Demial? Welches Haus? Das hier? Ich glaube ja. Ja. So. Zack, zack. Und hier rennt irgendwo eine Olle rum, die meine Begleiterin werden kann. Ich glaube, das funktioniert sogar nur mit Begleitern, Leute. Aber da möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Und hier, das meine ich, das sind so Sachen, wo man mal draufklicken kann, mal alles draufklicken, dann steht oben links Karte aktualisiert, wenn er das noch nicht hatte, da. Dann kriegt er das und habt das dann auf der Karte angezeigt. Das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Weil, wenn ihr irgendwas sucht oder jetzt noch nicht so viel rumgereist seid, wie ich zum Beispiel wegen dem Let's Play, normalerweise wäre ich nämlich überall so rumgelaufen, kann man nämlich ganz gechillt damit die Karte erweitern. So. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo die ist, weil wo die mich angesprochen hat, war die hier. Das ist er auch nicht. Nein. Da drüben rennt jemand rum. Ah, die alte war, glaube ich, die Gebäude hier verkauft und die Grundstücke, die meine ich eigentlich auch nicht. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Nee, die nicht. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Oh. Davor habe ich unter Jarl Dengeier gedient. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Ja, wo ist denn... Ist die vielleicht in meinem Haus? Das glaube ich eigentlich nicht, aber wäre eine Möglichkeit, weil komischerweise verpissen sich die Gefährten immer in die Häuser von den Städten, wo man halt Tarne ist. Ich wüsste jetzt echt nicht, wo ich sie suchen soll. Wir suchen sie jetzt aber einfach mal. Das ist jetzt gerade mein Ziel, weil Lydia möchte ich jetzt eigentlich nicht loswerden. Die habe ich lieb gewonnen. Ist auch nicht gewesen. Gruftiges Gebräu, auch was für ein Name für eine Taverne. Schon ein bisschen komisch. Vielleicht finden wir sie ja in der Kaserne. Es war auf jeden Fall auch eine Frau. Ich weiß nicht mal mehr genau, wie sie aussah, aber... Ich weiß, dass es eine Frau war. Das ist eine Wache. Wache, Wache, Wache. Ich grüße euch, Gefährte. Geht's hier runter? Oh, es war klar zum Gefängnis. Da möchte ich jetzt aber eigentlich gerade nicht hin. Ja, ich suche jetzt die, die mich begleiten kann. Das ist natürlich ein bisschen belastend. So lässt sich immer ein bisschen besser steuern, muss ich sagen. Und meine... Mein Leben regeneriert sich wieder, das ist so schön. Hier hinten weiter.
Totenlichthof. Ne, da brauche ich glaube ich nicht reingehen. Das wäre eigentlich das Falsche. Den Geiers Haus. Wir suchen jetzt eigentlich bloß unsere Gefährtin. Ah, das ist eine Frau. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Aus ihrem Haus raus. Na sicherlich, Leute. Na sicherlich. Wo ist denn... Das ist ein bisschen belastend, wenn man nicht weiß, wo die Person rumgammelt. Aber ich würde ehrlich gesagt sogar am ehesten vermuten in meinem Haus. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitersuchen, ab zu meinem Haus. Und da gucken, weil meistens sind sie ja wirklich in den Häusern. Die sagen immer, die gehen nach Hause, dann stehen sie bei einem im Haus rum. Und wenn sie da nicht sind, sind sie beim Jarl selbst. Und da haben wir sie ja gerade nicht gefunden. War das doch ein Typ? Ich war der Meinung, dass das eine Frau war, die mich da angequatscht hat. Einfach mal rein. Ja, moin, hier ist niemand. Gut, das ist natürlich belastend. Das ist jetzt echt belastend. Dann wieder nach Falkenring. Obwohl, wo haben wir denn noch wen, den wir mitnehmen könnten? Nee, die möchte ich nicht mitnehmen. Die von den Vampiren will ich behalten. Boah, das ist jetzt belastend. Doch so eine schwarze, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Leute, ich stand da irgendwie gerade so ein bisschen AFK, weil ich gerade überlegt habe. Ich gehe da nochmal rein. Ich glaube, das war die dunkelhäutige, die rot war Drohnen. Die sich da gerade pennen gelegt hat. Hieß sie irgendwas mit Haar? Ich bin der Vogt dieses Ortes. Die ist es nicht. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Davor habe ich die ist es nicht. Aber Hanja oder sowas hieß die, glaube ich. Nee, den suche ich nicht. Pennen sie ja alle. Zimmern die. Das ist jetzt natürlich ein bisschen belastend. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die ist. Wir machen jetzt nochmal Tag. Und dann müssen wir erstmal gucken, wo die ist, weil ich weiß echt nicht, wo die rumgammelt. Nein, nicht aufschließen. Ja, Leute, das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky, wenn man bei ihnen sucht und nicht weiß, wo derjenige sein kann. Gucken wir nochmal in eine Kneipe. Aber rein technisch gesehen muss sie eigentlich bei mir auf dem Grundstück rumlaufen. In diesen Gräbern ruhen die Söhne und Töchter von Falkenring. Die muss bei mir im Haus rumlaufen, Leute. Eine andere Erklärung gibt es dafür gar nicht, beziehungsweise am Grundstück. Es ist kurios, dass ich sie hier nicht finde. Eigentlich müsste die rein technisch gesehen auf jeden... Ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Danke. Muss da sein.
Gibt's auch gar keine andere Möglichkeit. Das belastet mich ja gerade so ein bisschen. Hallo. Ja, wo ist denn man die? Oh, Lydia möchte ich ungern opfern. Jetzt suchen wir hier eine ganze Folge lang die alte oder was? Ich fass das nicht. Die Tür war einfach mal offen. Sag mal, Leute. Ich weiß echt nicht, wo die ist. Wo könnten die denn mal sein? Ich verstehe das nicht, Mann. Leute. Heute ist nicht mein Tag, wa? Die will sich nicht zeigen, die Olle. Das ist natürlich ein bisschen belastend, wenn ich die jetzt nicht finde. Das regt mich gerade so ein ganz kleines bisschen auf. Na moin, jetzt ist irgendwas runtergefallen. So. Das ist... irgendein Handelskontor, aber trotzdem mal gucken. Herzlich willkommen in Falkenring. Hier sind alle wahren Söhne von Himmelsrand willkommen. Ich habe noch einiges im... Ihr werdet feststellen, dass mein Bruder Solaf und ich die einzigen wahren Nord in Falkenring sind. Ey, da waren wir. Das Haus waren wir eben. Das für ein Haus. Was für ein Haus? Jetzt müssen wir erstmal jedes Haus abgucken. Die hieß irgendwas mit H. Irgendwas mit H. Das hier ist das Haus von diesem Dengeier gewesen, oder wie der heißt. Manchmal rennen die Tarnen ja auch hier rum. Wo ist Karl? Nicht Tarne. So bei Holzsachen und so. Kann man das hier sogar sammeln? Ja, könnte man. Wo ist denn man die Alte? Leute, die regt mich gerade auf. Aber so richtig. Jetzt suche ich schon die ganze Folge diese olle Kuh und finde die einfach nicht. Ey, wenn die jetzt hier oben in der Kaserne sitzt, wo ich gerade war, Alter. Ja, dann ist Polen offen. Natürlich nicht. Natürlich sitzt die hier nicht rum. Ich habe großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Himmelsrand könnte mehr Heiler gebrauchen. Leute. Also das ist jetzt schon wieder echt ein bisschen peinlich. Wenn man hier ewig sucht und nicht weiß, wo die Alte rumhängt. Mal vor easy. Wo soll die denn bitte schön sein? So, hier kommen wir rein in eine Stadt. Die muss ja eigentlich dann beim Jarl sein, wenn die hier nirgendwo rumrennt. Aber ich sehe sie nirgendwo. Auf dieses Gebräu waren wir gerade. Beziehungsweise vorhin. Ey Leute, ich verstehe das nicht. Wo ist die? Ewig die Alte, oder was? Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen... Ja, schön, davon habe ich aber nichts. Ich fasse das einfach nicht. Ich weiß nicht, wo die Alte ist, wo die hin sein könnte. Hier sitzt wieder die andere Olle. Der Typ. Der Friedhof von Falkenring. Es ist eine Ehre, Huskarl von Falkenring zu sein. Behandelt den Jarl mit Respekt, dann seid ihr hier willkommen. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Davor habe ich unter Jarl Dengeier gedient.
Check das gerade echt nicht, wo die ist. Leute, das ist vollkommen verwirrend für mich. Ich weiß überhaupt null, wo die gerade rumgammelt. Finde ich echt sehr, sehr komisch. Das verwirrt mich extrem. Ich weiß weder, wo sie ist, wo sie hingegangen sein kann. Ich will ja nichts knacken, Alter. Das kann doch nicht sein. Hallo. Bitte. Jemand muss etwas unternehmen. Ich bin doch schon gar kein Vampir mehr. Verpiss dich jetzt. Sowas habe ich gerade echt keine Zeit. Oh, Leute, ihr nervt einfach, ne? Ohne Scheiß. Lasst mich jetzt einfach mal in Ruhe. Ich bin gerade dabei, wen zu suchen. Treffe ich nicht mal. Oh. Eieieiei. Hier habe ich abgeschlachtet. Habe ich da gerade im Augenblick jemanden im Wald gesehen? Ach, das war die. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Ey, Leute. Ich krieg einen zu viel, ne? Jetzt reicht's. Jetzt ist wirklich Feierabend. Wir holen uns jetzt, so, in Weißlauf habe ich eine Olle. Brauche ich noch eine Olle, die ich mitnehmen kann? In Einsamkeit müsste ich auch eine haben. Ja, Leute, dann haben wir heute richtig sinnvoll die Zeit verbracht, würde ich mal sagen. Nicht. Und zwar den Huskarl gesucht bis jetzt. Das ist echt ein bisschen belastend. Tut mir auch leid, aber das gehört auch manchmal mit dazu. Und das ist halt so in Skyrim. Die Wache wird vielleicht nervös. Ihr seid zurück. Ja. Ich habe ein Geschenk für euch, Papa. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay. Eine rote Bergblume. Die wird jetzt bestimmt im blauen Palast sein. Eigentlich müsste ich die hier... Ich hätte ja jetzt den Bogenschützen holen können, aber... Da kann ich ja nichts weiter machen. Der wurde ja schon abgeschlachtet. Ach ne, mit dir habe ich gerade kein Mitleid. Der wurde ja schon abgeschlachtet bei einem Vampirkampf. Wenn alles hart auf hart kommt, dann mache ich es doch ganz einfach, dann nehme ich halt Lydia, weil im Endeffekt wollte ich sowieso bei, letztendlich bei der Vampir-Eulen bleiben, aber ja, jetzt erstmal, das finde ich gerade richtig verwundernd, verwunderlich, also mich, ich weiß nicht, mich macht das gerade irgendwie kirre. Wo kann denn man die Alte sein? Normalerweise, wenn die nicht da ist, dann gammelt die bei dir im Haus rum, beziehungsweise im, auf dem Grundstück. Könnte natürlich jetzt auch sein, dass auf irgendeinem anderen Grundstück rumeiert. Der Kurier hat euch also ausfindig gemacht. Alle, die okay. So ein tapferes Herz haben wie ihr, sind hier willkommen. Aber... Ich glaube, die haben mir noch nicht mal einen Huskarl hier zugewiesen, wenn ich mich nicht täusche. Soweit war ich meines Erachtens noch nicht. Ne, Leute. Passt auf. Also, das war jetzt echt so eine Pisse heute, dass wir hier nichts wirklich erreicht haben. Ich sage jetzt einfach, wir nehmen Lydia, machen die morgen noch nackig, ziehen ihr die Rüstung aus, weil die gehört mir. Ich weiß nicht, ob ich die danach noch kriege, nach dem Ritual. Und... Dann haben wir halt erstmal keinen Gefährten. Ist leider so, aber Leute, was soll ich machen? Also ganz im Ernst, ich komme mir richtig bescheuert vor, hier 20.000 Meilen und her zu laufen und nichts von der Alten zu finden. Also, das war eine Rotwadronin. Irgendwas mit Hayan, Hayaya, Hanya oder irgendwie sowas. Ich weiß gerade den Namen ehrlich gesagt nicht ganz, aber irgendwas so in dem Dreh war das. Und die läuft... Wo die rumläuft, würde ich gerne mal wissen. Wenn ich die dann finde, wenn ich dann geopfert habe, Alter, dann bringe ich die einfach um. Schon so oft gehabt. Suchst wen und dann im Endeffekt findest es nicht, weil die Leute sich hier absolut am Verstecken sind. Ja. Oder jetzt hier im Haus, das wäre noch besser.
Hier dürfte eigentlich Lydia nur rumlaufen. Ja, Lydia ist hier. Gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns heute. Sehen uns dann morgen. Tut mir echt leid, aber wie ihr seht, es ist nichts draus geworden. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Haut rein und ciao.